Mann, Leute, ey, was ein Spieltag am Freitag in der zweiten Bundesliga. Ich hatte richtig Bammel, hab mich hingesetzt vor die Glotze und gesehen, dass Regensburg 1-0 in Führung gegangen ist. 5 Punkte Abstand kurzzeitig gehabt, aber irgendwie haben sie das noch verloren. Ich kann euch jetzt schon sagen, mein Herz macht nicht mehr mit. Für die letzten Spiele, es wird so spannend, glaube ich, das Saisonfinale in der zweiten Liga. Das bedeutet, ja, wir können heute tatsächlich mit einem Sieg gegen die heimstarken Paderborner an Regensburg vorbeiziehen, wenn wir uns anstrengen. Mit Kampf, mit Einsatz, es wird richtig schwierig. Wie hast du das Spiel verfolgt? Moin, erstmal gestern. Hallo. Ich hab's schon gesagt. Was denn? Eierflattern gehabt gestern. Ach, Regensburg oder was? Ja. Ja, nö, ich hatte immer Hoffnung in Fürth. Ne? Leute, ihr dürft das nicht so übel nehmen gegen Regensburg, aber jeder muss jetzt auf sich selber schauen. Ne? Wir haben nichts gegen Regensburg, schöne Stadt und so weiter. Wir haben keine andere Wahl, guckt ihr die Tabelle aktuell an. Muss man ja auch ehrlich sein. Ich glaube an Hansa und unsere Jungs. Heute muss man mal gucken. Punkt wäre ja schon mal sehr gut eigentlich gegen Paderborn. Das muss noch mal extra Motivation geben, dass man jetzt da vorbeiziehen kann. Die verstehen ja auch, was los ist. Hoffentlich. Und, dass man das so nicht so einfach aus der Hand gibt. Und Paderborn, wie du schon in deiner Prognose gesagt hast, ist Schlagwort in der Rückrunde. Wir wollen jetzt mal was zu naschen holen und zu trinken. Genau. Längere Auswärtsfahrt diesmal nach Paderborn. Von Rostock aus sind es knapp 4 Stunden 45. Also, ja, da fährt man ein bisschen. Knapp 5 Stunden. 4-5 Stunden. Die letzte angenehmere Fahrt, sage ich mal. Ne? Dann kommen ja nochmal die Brocken. Oh ja, die warten noch. Aber das kommt dann erstmal in 2 Wochen erst. Moin, erstmal, ja, der Hallo quatzt sagst. Mich da voll, weißt du? Jetzt hat man gut lachen wieder. Aber am Ende des Spiels gegen Paderborn werden wir natürlich nochmal mehr sehen, ob wir lachen können oder nicht. Alleine dieses Saisonfinale, habe ich schon gesagt, für einen Hansa-Fan könnte es Herzprobleme ab und zu mal geben, denke ich. So spannend. Ja, ey, ich habe gestern so gezittert, ey, Mann. Unterwegs ein bisschen einkaufen. Was mir in den Sinn gekommen ist, ein Paderborner in Paderborn trinken. Wollen wir das heute tun oder nicht so Bock drauf? Ich hab letztes Mal, weißt du noch? Nee. Ja, stimmt. Aber das gibt's doch eigentlich ganz oft so in Dosen. Was ist denn das? Bisschen Wicker. Wickeler. Er will ein Faxekondi. Keiner weiß, was das ist. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber ohne googeln. Auf so ein Experiment bisschen teuer, ne? Wir haben es gefunden, Leute. Das wird sich heute reingezogen und getestet. Normalerweise trinken wir sowas nicht, aber heute für die Paderborner machen wir mal eine Ausnahme. So ein Currywurst-Deluxe-Snack bitte. Eine Käsebrezel noch. Auf dem Weg nach Ostwestfalen, das wird sich reingezogen. Seid ihr bereit? Bereit. Ja, man muss ja sagen, wenn man sich die Statistik anguckt, Paderborn in den letzten 6 Spielen nur 1 gewonnen, da witter ich die Chance. Das mitnehmen, auswärts. Ja, auswärts ein bisschen besser. Aber Paderborn ist halt auch heimstärker. Das, ja, keine Ahnung, spielt alles eine Rolle. Spiel geht von 0-0 los und Hansa seit 7 Spielen sieglos. Braucht man nichts sagen, wenn jetzt gewonnen wird. Pröger, du musst die Dinger in deinem alten heimischen Stadion machen. Kennst du ja noch die Paderborner zu anderen. In seinem alten Zuhause. Stell mal vor, der macht heute 2-3 Dinger rein. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Wenn du hier nach Paderborn reinfährst, Dortmund, Gladbach und aber Paderborn für den Schein ist auch da, damit die Fahnen nicht gezogen werden. Gut durchgekommen, regnerisches Wetter. In Paderborn angekommen, erstmal schönes Müsli gemacht. Und die Kapuze, weil es hier durchgehend regnet, ist auch da. Kein schlechtes Wetter, es gibt nur die schlechte Klamottenwahl. Paderborn, so sieht es aus bisher. Am Paderborner Dom, letztes Mal, wo wir da waren, Weihnachtsmarkt, diesmal Gemüsemarkt. Da wird das frische Gemüse gekauft. Da erinnert man sich, weil wir ja schon hier waren damals, erstes Mal auch den Currywurst-Tester, heute gibt es Fisch. Das Spiel ging damals 1-1 aus, schöner Strahl von Simon Rhein, würde ich auch gerne mal wieder im Kader sehen. Wann, was? Kacke aus.
Okay, okay, dann hat sich das erledigt. Ein Punkt kann man heute mit leben. Ist vielleicht ein bisschen zu wenig, aber es geht auch gegen guten Gegner. Frische Waffeln, hätte ich auch irgendwie Bock. Wir reden hier schon ein bisschen. Alles selbst gemacht, Honig. Ich bin Imker. Aber Dortmund-Fan. Dortmund-Fan. Genau, aber die besten Waffeln gibt's hier. Honigwaffeln. Eigener Imker, eigene Bienen. Das muss jetzt gut werden. Und für Rostock viel Glück heute. Vielen Dank. Ja, richtig korrekt. Und dann sagst du viel Glück für Rostock. Erst vergessen zu bezahlen, aber wir sind nochmal hingegangen. Grüße gehen raus. Ja, richtig korrekt. Mhm. Schön weich, fluffig, zart drin, wie es sein soll. Und noch sympathisch dazu, das kann eigentlich nur eine 9,5 geben. Weiter geht's ins Getümmel, die Paderborner Currywurst. Wird auch noch getestet, am Ratskeller aber nicht. Sparkasse. Oldschool damals. Da war ich ja letztes Jahr nicht dabei. Arbeit ruft, aber jetzt. Grüße an den Chef, Felix. Genau. Alles Gute nachträglich. Ein bisschen geregelt, ne? Alles Gute. Bester Mann, Felix. Komm mal wieder mit. Bring mal uns ein paar 3 Punkte und Glück. So ist das. Boah. Der Paderborner Dom. Auf Empfehlung vom Imker. Die Chili-Wurst. Ich hoffe, diesmal scharf. Extra scharf. Diesmal gemacht wurde. Zeig mal das Brötchen dazu. Das Brötchen als Bonus. Hausgemacht, ey. Wow. Currywurst gibt's schon mal. Geiles Brötchen. Neuer Stand. Oh, Wurst ist gut und sogar ein bisschen scharf. Vielleicht nicht die Standard-Currywurst, die man erwartet, aber eine gute Wurst. Stabile 8. Schärfe passt. Kann man machen. Für mich ist das eine glatte 9. 3,50 ist auch ein guter Preis, klar. Portion, sage ich mal, in Ordnung. Hier wird vorm Altar getestet. Max versucht jetzt hier nochmal alles, die spirituellen Kräfte rauszufordern und geht ins Gotteshaus. Wenn es wirklich einen Fußballgott gibt, dann bitte gönne uns die 3 Punkte und Klassenerhalt. Wir müssen noch einmal zurück zu dem Imker des Vertrauens. 97 der Preis, du hast das für 7 bekommen. Ja. Schnäppchenjäger auch noch und aus seinem eigenen Garten. Schloss Neuhaus, dein ehrliches Gefühl, heute gegen Paderborn. Punkt ist drin, wie gesagt. Alles mehr nimmt man gerne mit. Unentschieden kann drin sein. Sieg wäre ein Wunder, bin ich ehrlich. Aber regnerisches Wetter, es wird ein Kampf, das wird genau. Geil. Für die Historiker, Schloss Neuhaus, da liegt einfach ein Ball. Kann den einer mal bitte rausholen. Dankeschön. Es ist soweit, Paderborner in Paderborn. Ein Lebensziel wurde auch erfüllt damit. Kann es was, kann es nichts. Ich kenne die nur aus Dosen eigentlich. Oh, ist irgendwie lasch, oder? Ich weiß nicht. 6,5. Geht auf jeden Fall mehr. Aber du hast auch eine andere Sorte. Er hat das Export, ich habe das Pilsener. Also meins ist okay. Meins ist okay. Urwürzig. Ich will hier niemanden auf die Füße treten oder jemanden schlecht reden, aber... Sag mal, was ist denn letzte Woche alles noch so passiert? Ja, bei unserem FC Hansa geht's drunter und drüber. Kann man nicht anders sagen. Es wird aufgeräumt im Verein. Der nächste durfte gehen. Ihr wisst alle, wer... Unser Sportvorstand, Martin Piekenhagen, Hansa, Torwartlegende von damals und auch Aufstiegsheld zusammen mit Marien Hertel. 9 Jahre Drittklassigkeit, bla bla, dafür sind wir auf jeden Fall dankbar. Er hat viel geleistet, den Klassenerhalt dann auch in der letzten Saison eingetütet in der 2. Liga. Aber wenn man ehrlich ist, in dieser Saison ist da nicht viel zusammengegangen. Fehler wurden gemacht, sind menschlich, wir wünschen trotzdem alles Gute. Aber ich denke, es ist der richtige Schritt, jetzt die Reißleine zu ziehen. Man kann immer sagen, falscher Zeitpunkt, richtiger Zeitpunkt. Am Ende muss man sich neu aufstellen, denke ich, zur neuen Saison. Er hat, sage ich mal, einen Trainer geholt, der keine Erfahrung hatte in der 2. Liga mit Patrick Glöckner. Und ihr seht, was dabei rumgekommen ist. Von Platz 12 auf Platz 17. Man wundert sich, fragt sich, warum im Winter keine Spieler geholt wurden. Kann ich bis heute nicht verstehen, obwohl ja... Laut NDR-Beitrag habe ich mir auch noch angeschaut, tatsächlich vom Hansa-Vorstand Budget zur Verfügung gestellt wurde. Aber anscheinend wollte Pika einfach keinen neuen holen, obwohl man gesehen hat, was in der Mannschaft nicht richtig läuft. Die Tore. Letztes Jahr zum Winter war es ja auch nicht die beste Hinrunde und trotzdem, beziehungsweise hat man dann halt auch in der Pause nachgelegt mit Sikan, Becker, Fröhling und Meißner. Der eine hat dann mehr als den anderen geholfen, als der andere geholfen, aber im Großen und Ganzen hat das auch geklappt. Und jetzt wurde einfach das ignoriert und gesagt, dass die Qualität ausreicht. Aber jetzt sieht man ja auf dem 17. Platz, dass das vielleicht nicht so ist.
falsche Trainer, den falschen vielleicht rausgenommen. Nummer 1, Zertl, Hertel, der Weg ist frei, kommt zurück. Da war man ja auch die ganze Zeit am Überlegen, irgendwas muss da vorher gefallen sein. Und es wurde ja auch bestätigt, dass die nicht gut miteinander waren. Und sehr schade, dass ja, die Fans, sag ich mal, dafür jetzt hinhalten müssen. Die Leute, die momentan im Verein verantwortlich sind, die werden nächste Saison oder in ein paar Jahren wahrscheinlich nicht mehr da sein. Was bleibt denn? Wir, die Fans. Also ihr auch wir natürlich. Wir baden das Ganze dann aus quasi. Also jetzt nicht so drastisch gesagt, aber ja, wir am gehen, Ende ist es halt gehen so. Egal in welche Liga, sage ich mal. Und die Liga, meisten. Die anderen hauen ab. Die kümmern sich jetzt nicht darum. Deswegen finde ich das ein bisschen schade, dass das nicht so als wichtig ist. Ja. Und er hat ja auch gute Arbeit gemacht. Aber was in diesem Jahr in seinem Kopf vorgegangen ist, weiß nur er. Vielleicht wollte er zu viel alleine durchschlagen. Sein Ego, man will es ja jetzt am Ende dann auch nicht, sag ich mal, nur auf eine Person schieben. Da waren natürlich auch mehrere Leute beteiligt. Zum Beispiel, wenn der Vorstand ja Geld zur Verfügung gestellt hat, hätten sie ja vielleicht auch nochmal eindenken können, ja, jetzt holen wir noch ein paar Spieler. Jetzt kann man es eh nicht mehr ändern. Man kann es nicht mehr ändern. Und es ist ja noch nicht vorbei. Kompletter Neuanfang. Den Weg werden wir gehen. Paderborn aber auch ein schwerer Gegner. Wir haben es schon gesagt, es würde uns nicht wundern, wenn wir ohne Punkte wieder zurückfahren. Trotzdem, Hoffnung stirbt zuletzt. Wir können nur noch hoffen. Haben es ja eh nicht in der Hand, sage ich mal. Als Fans kann man immer nur alles nur beobachten. Zwar die Meinung sagen, aber ja, am Ende müssen es die Spieler richten auf dem Platz. Und ich hoffe, sie wissen, was sie an Hansa haben. Uns zugute kommt, sage ich mal, bei Paderborn. Ja, der fehlt ja schon ein bisschen länger, habe ich gesehen. Gehringer. Ja, auf jeden Fall eine Gefahr weniger, sage ich mal. Aber Paderborn steht ja auch nicht umsonst da oben. Die haben ja auch noch einige andere Spieler, die da Gefahr ausstrahlen. Bei uns aber auch ein schmerzhafter Ausfall. Ingelsson, der vor allem in der Rückrunde ja, aufgeblüht ist und eine Paderborn-Vergangenheit hat. 25 Minuten vor Anpfiff. Das Stadion sieht man auch schon da hinten. Home Deluxe Arena. Heißt gefühlt auch jedes Jahr anders. Paderborn, bitte habt Gnade mit uns heute. Bitte gönnt uns ein paar Punkte. Vorhin gönnt das die mitgereisten Hansa-Fans. Ich glaube 2400 oder was? Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr in den Nebenblöcken wieder. Also ich würde einfach mal auf ca. 3000 schätzen. So Support großzügig. Immer erste Liga. Das ist Wahnsinn, ne? Guckt euch mal wirklich die letzten Spiele an, wie viele hier heute wieder mitfahren. Respekt an jeden Einzelnen. Muss man ja sagen. Also, Mannschaft, Ausschuf reißen. Es wird so langsam ernst. Wir kommen zur aktuellen Tabelle. Der SC Paderborn auf Platz 6 mit 43 Punkten. Könnten theoretisch noch den Aufstieg schaffen, wenn sie alles gewinnen. Ob sie es dann am Ende schaffen, weiß ich nicht. Sie haben einen geilen Trainer mit Kwasniok. Aber heute, wie gesagt, können sie mal ein bisschen ruhiger machen. Denn unser FC Hansa braucht ein bisschen dringender die Punkte auf Platz 17. 25 Zähler. 2 Punkte Abstand auf Regensburg könnte man theoretisch jetzt überholen, weil sie am Freitag verloren haben. Wäre extrem wichtig, auch ein bisschen an Braunschweig ranzukommen und Bielefeld. Wir geben alles und Hansa, ihr müsst es auch tun. Hier in Paderborn bei Frankies, bester Mann, damals sogar Auswärtsspiel. Schöne Auswärtsfahrt. Auf jeden Fall richtige, ja, korrekte Supporter. Kennt sogar noch meinen FIFA-Kanal. Tipp heute. Ja, ich denke mal 3-0 für uns. Ey, lass uns mal ein paar Punkte. Aber ihr habt die Punkte, ja, ihr braucht sie mehr als wir. Deswegen unentschieden ist auch in Ordnung. Ja. Mehr als wir. Ich gönne euch auf jeden Fall auch einen Sieg. Aber korrekt. Haben wir gut abgesprochen. Es wird schwer. Es tut mir echt leid für euch. Aber ich glaube, das sind 2-1. Ja, ich habe auch nicht so ein gutes Gefühl, aber wer weiß. Ne? Das ist mein Bruder, meine Schwester und Konstantin Dogerty. Grüße nach Jens, gerne. Paderborn-Hymne, pünktlich wie immer. Ausstellung bei Hansa, Hinterseher spielt statt Verhoek. Da muss Johnny reinkommen und das Ding machen. Pröger, Neitert, Schärf auch endlich wieder dabei. Sauber, Schumi, wahrscheinlich ein bisschen offensiver. Rosbach, Van Drongelen, Malone. Die Null muss stehen, Hauptsache nicht in Rückstand geraten. Und dann kann man sich auf jeden Fall was ausrechnen hier. Paderborn-Ausstellung, das ist schon Qualität. Leipers, Muslia, Srebeni, Ex-Hansa-Spieler. Hut im Tor, Rohr, kennt man noch vom HSV, Schallenberg. Boah, heute ein schlechter Tag und dann könnt ihr wieder gewinnen. Wir wollen den Auswärtssieg, wir wollen den Auswärtssieg.
Paderborn mit Choreo. Da auch eine kleine Choreo. Und wir auch. Auswärtssieg, Auswärtssieg. 90 Minuten Einsatz. Die Fischer vom Ostseestrand ziehen die Punkte heute am Land. So, Kröger, da will einer, der ist zu gierig mit dem Anstoß. Ah, ja, ein Auswärtssieg, ein schöner Auswärtssieg. Mit den Fischerkunden, geile Choreo. Freistoß Paderborn, erste Minute. Raus da, oh, Rückraum frei. Oh nee, oh nein. Scheiße. Komm Rossi! Der regelt das heute. Der denkt sich auch, was geht hier beim Verein? Einer kommt, der nächste geht. Rostock. Boah, erste halbe Möglichkeit. 12. Minute. Weiter, glaube ich, her und wartet ab, was Paderborn macht. Aber solange die Null steht, ist alles gut. Und jetzt Scherf. Guter Ball. Und da muss einer stehen. Gut über außen. Presse mit Schumi. Boah, der Ball läuft. Ey, Junge! Sehr gut, Freistoßposition und ein bisschen was rausholen. Nachsetzen. Scheiße, scheiße, scheiße. Kontersituation. Jawohl! Gut gemacht! Elfer! Gut gemacht! Schiedsrichter! Einer hat einen Fahnen. Ja, ich hab's auch gerochen. Wer war das? Junge, das war da vorne. Nein, nein, nein. Ja, nein. Ja, genau. 21 Minuten, wir haben das im Griff in der Defensive. Stark, 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 Nico! Hat er gut gemacht. Melone! Oh, oh! Oh, ein Tor! Ah, oh, das wäre doch schön gewesen. Man sieht wieder, die wollen. Die wollen und die Kombination. Die ist gut. Ecke, Ecke. Fazit bisher, Fazit. Hinten sicher, langsam kommen auf die offensiven Aktionen. Gefällt mir sehr gut. Richtig, hat er gut gemacht. Nix, 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 nix. Ja, 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 mein Kleiner. Da war nämlich nichts. Antonio, lass ihn liegen, spiel weiter. Stark verteidigt und jetzt auf die andere Seite. Ah. Hat er gut gemacht. Sehr gut. VAR macht er jetzt für so einen Angriff. Selbst von Paderborn hast du gehört, scheiß DFB. Und von Hansa, weißt du? Die wollen einstürmen. Ja, dann ist vorbei. Aber es war doch nichts, er hat den gar nicht berührt. Jetzt kommt's. Ja, komm, wehe. Ja. Das ist so ein Witz, das ist ein schlechter Witz hier. Das ist so ein Beschiss. So einfach kann man auch das Spiel wieder versauen und aus der Hand geben. Danke Schiedsrichter, hier wieder Grüße gehen raus, war nix. War das Spiel entscheidend? Nein, er greift trotzdem ein und gibt rot. Warum guckt er sich das überhaupt noch an? Verstehe nicht. Sonst gucken die auch nie beim Elfer, weißt du? Aber irgendwie auf einmal, wenn der Ball schon lange weitergespielt wurde, gucken sie sich die Scheiße noch an, ey. Das ist so ein Witz, Alter. Im Elfmeter, wo Hinterseher hingefallen ist. Da wird sich nichts angeguckt. Da wird nicht angeguckt. Nö, nö. Aber spielentscheidende Szenen einfach. War ja nur im Elfmeter, ist natürlich nicht spielentscheidend. So frech, Alter. Das ist so frech.
Schön wieder, ja, aber alles gegen einen, wieder rote Karte, ein Mann weniger. 28. Minute. Beste hier wieder, geil. Ah, jetzt kannst du gefühlt nur noch auf 0-0 spielen, ne? Alles. Weg. Raus, einfach raus, Pröger, komm, ja, komm. Das muss jetzt so einfach 90 Minuten gehen, beziehungsweise 60, 0-0 mitnehmen. Muss er haben, genau, stark. Abstoß. Komm, Schumi. Gib Gummi. Boah, läuft da vorbei. Sogar. Ja. Rückraum. Oh, da steht keiner. Aber war richtig gedacht, da muss halt jemand mitziehen. Steht auf, wenn ihr für Hansa seid. Stehen hier, komm, Jungs. Aufstehen. Und für Farben, Robeson. Der Arm ist in den Tod. Wenn das so weitergeht, naja. Genau das meine ich. Oh, das wird so ein Konzentrationsspiel. Die müssen jetzt wirklich richtig, also jeder in der Verteidigung 200%. Wie beim Handball, siehst du schon. Aber was sollen wir anderes machen in Unterzahl? Bleibt uns ja nichts über. Oh Mann. 3 Minuten oder so. Dann auch, er humpelt. Weitermachen. 3 Minuten. Zeit, wir haben Zeit. Das war jetzt 5 Minuten, Mann. Oh, er gibt natürlich noch die Ecke. Oh, einmal was richtig gemacht. Er gibt nicht die Ecke. Sauber, Halbzeit 0-0. Wir halten das Ding jetzt und nehmen den Punkt mit. Ich muss pissen. Noch ein korrekter Paderborner hier. Hau mal raus. Ja, Spiel, okay, aber zweite Halbzeit wird besser. Ja, was sagst du? War es eine rote Karte? Wir haben es nicht so gesehen. Im Stadion siehst du es eh nicht und ihr wisst, ich sage immer nein, keine rote, aber... Ich weiß nicht so genau, ich habe ein bisschen Ball gesehen, aber... Also Ball, gelbe Karte. Kann man geben. Okay, komm, auf eine gute zweite Halbzeit. Wolltest du auch wen grüßen? Ah ja, grüßen. Ich grüße meine Eltern. Bester Mann, Digga. So, zweite Halbzeit geht weiter. Wir diskutieren noch, ob es eine gelbe oder rote war. Am Ende hilft jetzt eh nichts, ne? Es gibt Leute, die sagen klar rot, es gibt Leute, die sagen kein Rot. Ihr werdet es besser wissen. Niemand! Ja, jetzt ist halt ein Spiel auf ein Tor, ne? Ich weiß nicht, Leute. Oh, ja, das. Die haben das so gut verteidigt und dann kommen sie wieder raus und direkt der Gegentreffer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist, egal. Aus der Pause, was da passiert. Ja, die Kirche hat ja gar nichts gebracht. Nie wieder gehe ich da rein. Die kriegen wieder den Ball und so. Das kannst du keinem erzählen. Ey, durch so kleine Fehler wird dieses Spiel entschieden, obwohl wir gut mitgehalten haben in der ersten Halbzeit. Rostock! Lalalalalala. FC Hansa! Werden wir jemals wieder einen Sieg sehen? Aber heute kann ich den Jungs auch keinen Vorwurf machen. Nee, ich glaube ohne Wechsel. 12.400 kommt mir auch voller vor. Bisschen. Egal, das nächste Heimspiel. Alle gegen Fürth ins Stadion. Kommt ins Stadion. Haut den Ding raus. Haut das Ding raus. Och Mann. Was ist das? Langsam ist ehrlich auch verpufft, die Scheiße jetzt. Die können auch nicht mehr. Ja, guck mal, die spielen nicht schwindelig. Ja, das gibt's nicht. Geh doch rauf. Keiner geht rauf. Wolke. Immerhin. Noch hat man die Hoffnung, solange es nicht 0-2 steht. So wie in Fürth, wir hoffen noch auf einen schönen Elber. Einmal gönnt uns doch bitte. Ey, das ist doch ein Witz. Wir haben so gut gespielt, Mann. Also Paderborn führt verdient natürlich, aber die sind auch einer mehr. Das
ein komplett anderes Spiel gewesen. Ja, echt, wir haben das so gut gemacht, das ärgert einen einfach. Ohne drüber nachzudenken. Ja, aber es ärgert einfach, weil die Punkte. Dieser 1000 kommt anscheinend auch noch ran. Ja, lass uns weiter hoffen. Boah, ja, das ist schön, das ist schön. Die Klebe von Rossi. Rossi! Ja! Ja, auch Rückraum. Oh. Komm, Nico. Schröter, komm. Moritz. Der muss tanken. Und zack. Der tankt. Ja. Ja. Leute, es sieht so scheiße aus. Jetzt versuchen sie, aber jetzt ist hinten alles offen. Und die können kombinieren. Wie die mit ihren Chancen umgehen, muss man ja wirklich sagen, die haben eine nach der anderen. Wäre auch irgendwie typisch. Boah, ey, ei, ei, ei. Jedes Mal fährst du. Wir sehen keine Siege mehr. Einfach nur noch Enttäuschung. Einfach nur Enttäuschung. Den kurz auf Rossi mit rechts. Hand Elber. Oh, Boris. Oh, der ist durch. Und dann so ein Pass. Einfach lächerlich alles, Mann. Und wieder verloren. Geil. Spiel vorbei. Max hat keinen Bock mehr. Verstehe ich. Ich auch nicht wirklich, um ehrlich zu sein. 3-0 mal wieder rote Karte nach 20, 30 Minuten geboren. Bei Paderborn am Ende, ne? Paderborn, was soll man sagen? Man hat nicht viel sich ausgerechnet, aber es wäre was drin gewesen. Bis zur roten. Nächste Woche Fürth muss ein Sieg her. Muss. Unsere Liebe nicht. Bis es rein rechnerisch nicht mehr möglich ist. Fans stehen immer zu Hansa, ihr wisst es. Was man auch noch sagen muss, 14 Gegentore in den letzten 4 Spielen. Alter, Freunde, jetzt mal wirklich, das ist... Da sind wir mal wieder mit der nächsten Niederlage. Mittlerweile kann ich gar nicht mehr ausrasten, ich habe die Kraft nicht mehr dafür. Gegen Paderborn. War klar. Alvin, sag du mal bitte, ich kann nicht. Ey, ich kann's nicht einfach. Ich kann einfach nicht mehr reden, Mann. Immer das Gleiche. Ab ins Ostseestadion. Einfach verlieren, geht ins Stadion. Schlecht gelaunt. Am Anfang schön mit Grinsen. Jetzt wieder. Geht's wieder los in die Arbeitswoche. Schön frustriert mit dem Hintergedanken, dass man verloren hat. Und ja, man kann einfach nur sagen, ne, nächste Woche gegen Fürth geht's weiter. Was soll man sagen? Ich sage euch ehrlich, mein Gefühl schwindet. So langsam, aber sicher. Die Zeit geht davon. Die Spieltage werden weniger. Sandhausen hat auch gewonnen.
kommt jetzt auch noch ran. Die haben auch jetzt irgendwie wieder einen Riecher, um uns zu überholen. Also alles im Allen eine beschissene Situation, aber man muss sich so langsam vielleicht damit auch abfinden, dass man es klar noch schaffen kann. Aber wie oft soll man noch sagen, wir spielen gegen die direkten Konkurrenten? Selbst gegen Regensburg und Sandhausen ist es kein Free Win, weil die genauso dagegen halten werden. Ja, ich glaube, alle enttäuscht. Wir haben gut mitgehalten. Die ersten 30 Minuten wäre, glaube ich, ein anderes Spiel gewesen, wenn die rote Karte nicht passiert wäre anscheinend. Manche sagen, es war eine rote, manche sagen, es war keine rote. Wie jedes Mal in Rückstand und dann hinterherlaufen. Von Paderborns Qualität her war dann logisch, dass irgendwann das Tor fällt. Ob es dann direkt 2 Minuten nach der zweiten Hälfte fallen muss, ja, viele schon gesagt, das wird wahrscheinlich ein Gang in die dritte Liga werden. Man will es nicht wahrhaben, keiner will in die dritte Liga, aber die Realität sieht aktuell so aus. Dennoch, 6 Spiele sind noch, 18 Punkte zu vergeben, aufs Beste hoffen, bis es rein rechnerisch nicht mehr möglich ist. Ihr merkt, wir sind wie so ein Abspielband, können auch nur noch jedes Mal sagen, Hoffnung stirbt zuletzt. 3 Punkte müssen geholt werden, jetzt erst recht, jetzt oder nie. Und so sieht es dann auch nächste Woche aus gegen Greuther Fürth. Wenn wir da 3 Punkte holen, könnte die Welt wieder besser aussehen. Könnte. Also, mit dem Schlusswort entlasse ich euch in die neue Woche. Schreibt gerne alles rein. Ich bin momentan einfach nur noch leer. Das ist eine absolute Enttäuschung für alle, die mitfahren. Jede Woche keine Siege, keine Punkte. Es war halt ein qualitativ besserer Gegner. Paderborn verdient auch gewonnen, will man auch nicht abstreiten und ja, bleibt stabil, macht's gut, haut rein, ja, wir hoffen, ciao.